Nicht so. Da ist ein schlafender Koch. Was machen wir denn hier? Eine Spieldose, ja klar. Alter, der schläft auf dem Bauch. Was der für eine Mütze hat, das sieht ein bisschen falsch aus, aber okay. Wicht, da ist der Schlüssel. Da ist der Schlüssel. Aber Wicht, wo bist du hin? Was? Das war ich nicht. Scheiße. Verdammt. Wicht, wo bist du eigentlich hin? Ich kann da sicher den Kasten hochklettern. Und wir müssen schauen, dass die Tür nicht zugeht. Vielleicht kann er etwas davor schieben. Vielleicht eine Seife von Palmolive. Die wird ihn besänftigen mit ihrem Geruch. Da knarze Türen. So klischeehaft. Bleib hier. Ich hab die Seife. Wasch dich mal. Alter. Gnaz. So, die Seife liegt davor. Die hält die Tür auf. Ich will immer erkunden. Das ist ein Koffer, hä? Ich will immer erkunden. Scheiße. Wirf bloß nichts runter. Da ist sicher ein Geheimnis da drüben. Nein! Scheiße. Nein, nicht nochmal. Ah. Alter. Wirklich eine Sack? Was hat es hier für unnötige Sackgassen im Spiel? Gassensack. Das Spiel ist wirklich ein Gassensack, Mann. Och. Gut, das hat sie überlebt. Yay, kuscheliges Bett. Kann ich das Licht wieder ausmachen? Oh, der kommt, glaube ich. Vielleicht muss der Rauch nur auf die Toilette. Kann ja sein. Das wollte ich nicht. Dass du den Kopf da anschlägst. Eigentlich wollte ich da rüberspringen zum Schlüssel. Ja, halt dich doch fest. Mann. Muss doch so gehen. Eben. Na komm, nimm den Schlüssel. Ich hoffe, der kommt nicht gleich zurück. Und wir halten den Schlüssel wie eine Schrotflinte. Ach gut. Ich will wissen, was da in der Tür ist. Einen Moment. Haben wir irgendetwas genug Großes zum draufstellen? Die Musikdose. Ich frag mich, wo mein Freund hin ist. Der ist doch hier entlang gerannt. Mann, ich hasse es, wenn ich die Collectibles nicht finde. Er ist hier lang gerannt. Na gut. Scheiße. Scheiße, die ist nicht sehr standfähig. Und jetzt sehe ich nichts mehr. Tür, Mann. Also auf die Toilette ist der Koch nicht. Och, leck mich doch, ehrlich.
So einen Schlüssel brauchen wir eben für unten. So. Ein automatischer Lift. Kennt der tatsächlich unser Gewicht oder was? Jetzt bleib mal stehen! Wicht! Ich will dich drücken! Hallo Wicht? Wie zum Teufel bist du da reingekommen und hast den Stopfen draufgezogen? Wicht! Alter, ich kann den nicht. Ah, jetzt. Da kommt jemand. Wicht! Psst, sei ruhig in der Dose! Der hat uns gesehen, oder? Scheiße, ja. Hier, nimm den! Ich hab dir Wicht! Scheiße. Wie zum Teufel soll ich den Wicht, also die Dose da zerschmettern? Da ist nämlich einer drin und den können wir knuddeln. Ich weiß es genau. Und bitte sag nicht, dass wir den Schlüssel nochmal holen müssen. Eh kaputt. Alter, bist du... Nein! Scheiße. Aber der Wicht ist schlau, er zappelt nicht, wenn der Koch in der Nähe ist. Wie zerschmettern wir den? Schlüssel hole ich gleich, aber da die Treppe runter, vielleicht reicht das. Macht zwar Lärm, aber oder da, das habe ich gar nicht gesehen. Sehe ich da Füße da unter mir? Seht ihr das? Da unter mir? Einen Moment, vielleicht finden wir gleich zwei Wichte, bitte geh weg. Da hinten ist noch einer. Oh shit. Ja, von mir aus. Wicht, knuddeln! So, und jetzt schnell weg. Wicht. Geh weg. Okay, für die Wichte scheint er sich wirklich nicht zu interessieren. Ich freue mich, wir haben einen Wicht geknuddelt. Und wir brauchen aber noch den Schlüssel. So. Das ist nochmal gut gegangen. Gleich wieder. Nein, er stellt den Backofen auf 100.000 Grad. Das finde ich gut. So, und jetzt wühlt er wieder was. Scheiß die Scherben. Das habe ich nicht extra gemacht, ich wollte nicht mehr geduckt sein. Scheiße, nimm den Schlüssel. Los. Scheiße, scheiße, scheiße. Weg hier, weg hier. Die Tür ist viel zu laut. Das war viel zu laut. Eine Wurst. Scheiße. Oh, das geht ja wirklich auf. Na los. Scheiße. Herr Koch, können Sie die Tür für mich aufmachen?
kommt doch jetzt. Er sieht doch, dass die Tür offen ist, die abgeschlossen war. Oder nicht? Nein, der will etwas im Regal. Schieb! Ah, komm schon! Komm schon! Okay, das bringt sie nicht hin. Aber vielleicht diese Tür mit dem Eimer? Nein. Mit der Kiste hier? Wieso kann man denn hier nichts schieben? Ach, ich sehe das erst wieder jetzt. Entschuldigung. Entschuldigung. Diese kleinen Löcher. Das wollte ich noch gar nicht. Das wollte ich noch gar nicht. Wartet kurz. Aber wie cool, ein Speiseaufzug. Das ist die Wurstpresse. Wie eklig. Und als was wohl die Würste sind? Ich will es gar nicht wissen. Können wir sie hochheben? Nein. Da ist wieder ein Lüftungsschacht. Wir machen jetzt gerade selber Würste. Wir müssen uns eine Wurstkette machen. Wirklich. Wirklich. Ich sehe die Leiter da. Ich sehe sie. Sehe sie ganz genau. Aber das Ding können wir wieder nicht mitnehmen. Oh, den Eimer? Scheiße, ich sehe doch, dass da hoch geht, da drüben. Halt dich fest. Die Wurst da drüben erwische ich doch nicht. Ist doch viel zu weit. Weißt du was, da ich glaube, dass der Hauptweg da mit der Wurstkette, die wir herstellen müssen, ist... Gehe ich mal hier hoch zuerst. In die Kühlkammer. Wir können uns hier schwingen, aber was bringt das? Ach so. Jetzt? Wir brauchen natürlich Nachschub. Diese Klappe öffnet sich nach unten zum Wurstdings. Natürlich. Und ich sehe eine Statue. Da rechts. Am Rand. Gefunden. So, und zack. Hol dir Licht ins Leben. Nicht alle Lichter kann man trauen, aber diese dürften sicher sein. Ah, für das Anzünden der Laterne. Sind das auch Collectibles? Laternen? Licht? Licht. Ich hoffe, der lebt noch. Also ich will zum Licht hoch. Und eine Maus. Komme ich da hoch? Die Kameraperspektive ist gerade ziemlich mühsam. Mann! Ich will da hoch zum Licht. Hindert mich nicht daran, Entwickler. Das ist verdammt hoch von hier. Aber wenn ich an den Lift bin, kletter da nicht rein, Mädel. Kletter da nicht rein. Das ist wahnsinnig. Ich
komme da sonst nicht dran. Nein, aber ich war auf dem Kasten. Ich war doch drauf. Ah, Scheiße, ich will da hoch. Oder ist der Wicht tot? So regungslos wie er ist. Geh mal hoch da. Beweg dich nicht. Vielleicht ist er auch tot. Vielleicht kann man den gar nicht drücken. Einen Moment. Schade. Hätte mich gewundert, wenn wir das auf die Klappe stellen konnten und was dann passiert, wenn so ein Stahldings auf die Wurstmaschine fällt. Da kommen wir eigentlich nicht dran, oder? Mann, ich will da hoch. Und hört ihr das? Hört mal hin. Komm. Das, genau das. Hier ist irgendwo ein Wicht. Ich fühle mich verarscht. Hallo. So nah war der Wicht. Ha, immer schön die Augen offen halten. So, und was können wir jetzt noch vom Haken nehmen? Da ist noch was. So. Komm schon. Schinke die Schinken. Schweres Ding. Aber das gibt nur eine Wurst? So ein Schinken gibt nur eine Wurst? Das stimmt doch was nicht. Da wurde doch gespart. So. Könnte schon das letzte Mal gewesen sein. Da und los. Hey Wicht, willst du mir helfen? Willst du mitkommen? So, ich glaube, das reicht. Ja. Und hoppsala. So. Wo kommen wir jetzt wohl hin? Wir bleiben wahrscheinlich immer noch in der Küche. Aber welches Abteil? Jetzt waren wir in der Metzgerei, kommen wir jetzt in die Bäckerei, in die Konditorei? Ne. Na, anscheinend nicht. Ich glaube, die stehen hier nur auf Fleisch. Keine Backwaren. Sind genau, glaube ich, das Gegenteil von Vegetariern. Sie essen nur Fleisch. Na gut, jeden das seine. Ach so, da drüben ist ein Hebel. Der Aufzug. Scheiße, ich wollte gerade sagen. Der sieht mich nicht. Der sieht mich nicht. Ich sehe mich selbst fast nicht. Also sieht er mich auch nicht. Er sieht mich nicht. Scheiße. Nein. Oh Gott. Okay, wir sollen zurückrennen in die Fleischhänge-Dings da. Ach man, einfach weg. Das will ich sagen.